Jetzt haben wir Frau Reinisch eben ja viel über Therapien gesprochen. Wir haben von Ihnen gehört, von Nadja Will, Sie hatten 16 Chemotherapien alleine hinter sich. Sie haben zu Beginn gesagt, Frau Reinisch, heute sind wir in anderen Bereichen auch unterwegs. Wir müssen ganz häufig gar keine Chemotherapien mehr einsetzen. Wir haben die antihormonellen Therapien zum Beispiel, die wir als zielgerichtete Therapien mit einsetzen können. Da würde ich gerne mal verstehen, wie ist denn das? Das haben Sie so auch kurz anklingen lassen eben. Wie ist denn das für die Frauen, die das dann einnehmen? Das ist ja, ich bin fast in den Wechseljahren von jetzt auf gleich. Ja, so ist das. Da kann ich jetzt als Mann nicht wirklich mitreden, muss ich sagen. Und natürlich, also die Wechseljahre sind ja schon auf normaler Ebene, normalem, ohne hormonelle Induktion für die eine Patientin ganz einfach zu erleben, ohne Probleme, und für die andere Patientin schon eine Phase in ihrem Leben, die sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein zweites Mal erleben möchte. Mit Hitzewallung, Schweißausbrüchen, Schlafstörung, Stimmungsschwankung, auch einen gefühlten Leistungsknick und so weiter. Veränderungen in der Libido, also viele Veränderungen, die körperlich einhergehen. Und das induzieren wir durch die Antihormontherapie. Und wenn wir das einer Patientin geben, die schon mal durch die Wechseljahre durch war, kann sie trotzdem wieder diese Symptome haben. Aber wenn wir das jemandem geben wie Nadja, dann ist sie von jetzt auf gleich in den Wechseljahren. Und natürlich macht das eine große körperliche Veränderung in allen Aspekten. Und diese Therapie wird lange gegeben. Also wir planen das in der Regel 5 Jahre, für einige Patientinnen sogar 7 bis 10 Jahre. Das heißt, ja, eine Therapie, die jeden Tag als Tablette für einen langen Zeitraum eingenommen wird und die eine Veränderung der Lebensqualität mit sich bringt. Und da denke ich, ist es wichtig, dass die Patientinnen einfach wissen, warum tun sie das? Immer wenn ich etwas tue, was mir keinen Spaß macht, wo ich erstmal eine Anstrengung erlebe, muss ich wissen, warum tue ich das? Dann fällt mir der Weg dorthin einfacher. Und da ist es wieder unsere Aufgabe als Arzt, die Patientin zu begleiten, den Grund der Therapie zu erklären und auch ihnen, ja, wo wir wieder sind, das Risiko vor dem Rückfall wird damit gemindert. Und das ist ein für viele, auf der einen Seite eine Tablette mit Nebenwirkung, gleichzeitig aber auch der Anker, der einem hilft, dass der Krebs nicht wiederkommt. Aber das würde ich gerne mal verstehen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diagnose eines frühen Brustkrebs stellen muss, dieser Tumor, egal wie groß er erstmal ist, der hat nicht gestreut, hat nicht metastasiert, er ist aber hormonsensibel, er kann super behandelt werden. Und jetzt sitzen Sie dann da mit der Patientin und müssen ihr im Grunde sagen, obwohl dieser Tumor vielleicht raus ist oder nicht mehr da ist, wie in Ihrem Fall, müssen Sie jetzt trotzdem in den nächsten 5 Jahren solche Medikamente nehmen. Ist das nicht schwer, das zu sagen? Es klingt ja wie so ein Risiko. Das heißt, dann wird es ja schwierig zu hören, meine Perspektive ist, so ein Medikament zu nehmen. Also Brustkrebs, ich glaube, darum geht es, ist eine systemische Erkrankung. Brustkrebs ist keine Erkrankung, die sich nur auf die Brust bezieht, sondern es betrifft die ganze Frau von Kopf bis Fuß. Und deswegen müssen wir auch, egal welche Art von Brustkrebs, irgendeine Art der Systemtherapie machen. Das hattest du am Anfang schon angesprochen, das Wort. Das heißt, eine Therapie machen, die die ganze Frau behandelt, von oben bis nach unten. Und dazu gehört die Chemotherapie, dazu gehören diese zielgerichteten Therapien und dazu gehört die antihormonelle Therapie. Und wenn Sie das verstehen, dann wissen Sie auch, warum Sie das machen. Also früher zum Beispiel, das erkläre ich auch, da hat man ja wahnsinnig radikal operiert. Man hat die Brust weggenommen, den Brustmuskel, alle Lymphknoten und trotzdem ist der Krebs wiedergekommen. Und in diesem Zeitraum ist das Wissen darum entstanden, dass es halt nicht nur um radikale Operationen geht, sondern um diese systemische Behandlung der Patientin, damit einzelne Zellen, die sich irgendwie im Körper womöglich ausgebreitet haben, halt gefunden werden und quasi bekämpft werden, angegangen werden. Da würde ich Sie gerne fragen, Nadja Will, ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so richtig leicht nachzuvollziehen. Eigentlich waren Sie froh, Mensch, der Tumor ist irgendwie total zusammengeschmolzen und wie Sie es eben berichtet haben, dann kam die Operation, danach ist alles weg. Und dann sollen Sie weiter Medikamente nehmen. War das nicht ein bisschen schwierig zu verstehen oder ging das ganz leicht? Das war im ersten Moment, dass ich dachte, also war einfach nicht mein Bereich, auf dem ich mich auskannte. Und man hat es mir wirklich gut erklärt. Das ist ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und wir verschließen jetzt das Schloss. Also ich nehme täglich tatsächlich eine Tablette und alle 4 Wochen bekomme ich ein Depot gespritzt. Und damit machen wir das Schloss dicht, damit der Tumor nicht nochmal ansetzt. Und für mich ist es nicht eine Hormontherapie, für mich ist es meine Lebensversicherung. So deklariere ich das für mich. Ich will mal sagen, ich zelebriere das, dass ich das große Glück habe, vielleicht an der Stelle langfristig in Therapie zu sein, weil wenn es das nicht geben würde, wüsste ich um meine Prognose. Und da ist das Thema Annehmen und dankbar sein.
Und natürlich hat diese Therapie Nebenwirkungen, Hitzewellen, Stimmungsschwankungen, Gelenkschmerzen, konnte ich Lieder von singen. Ich weiß aber, damit umzugehen. Es gibt tatsächlich Mittel und Wege, indem ich mich entsprechend ernähre und indem ich unglaublich gut auf meine Bewegung achte, sportlich aktiv bleibe. Es geht nicht darum, dass wir Marathon laufen, aber Muskeltraining, Ausdauertraining in Kombination, das ist das, was ich mir selbst verordne und wofür ich Verantwortung tragen kann, dass wenn ich weiß, Komplementärmedizin, 3 bis 4 Stunden Sport in der Woche alleine reduzieren mein Rezidiv, also meine Wiedererkrankung um 40%. Hey, was habe ich für ein gutes Potenzial für mich zu sorgen? Jeder wäre stolz, wenn man so eine Tablette entwickeln würde, dann wäre man Milliardär. Ist uns viel am Tisch leider nicht gelungen. Ich würde gerne Sie nochmal fragen, Ingrid Faber, jetzt haben wir eben gelernt, Selbstwirksamkeit kann man das ja nennen, wenn ich Sport mache, wenn ich um mich selber weiß. Wir haben von Nadja Will aber eben auch gelernt, der Blick vielleicht auch auf die Nebenwirkungen, die ich habe und wie ich damit umgehe. Sie haben es genannt Lebensversicherung. Ja. Ist das wichtig, wie ich dem gegenüberstehe? Also ist das eine bedrohliche Tablette, die mich jetzt in meinem Alltag einschränkt, oder ist es mein Lebensretter? Also ich habe gerade gedacht, dass Nadja das eigentlich schon so perfekt erklärt hat, dass mir da gar nichts bleibt, viel zu sagen. Okay. Tatsächlich bin ich bei uns ganz dankbar dafür, dass es eben halt die integrative Onkologie gibt, die die Tageskliniken nochmal anbietet und die Patienten auch dahingehend unterstützt. Und das sind genau die Sachen, die Nadja gerade erzählt hat. Es ist die Bewegung, es ist die Ernährung. Man kann, das hat sie nicht gesagt, durch Akupunktur oder kühlende Bäder der Arme oder so Nebenwirkungen reduzieren. Aber es ist, man kann durch Lebensstil viel verändern, ja. Was ich Sie unbedingt noch fragen wollte, Sie haben eben gesagt, auch mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben das Glück, hier in Essen auch so einen naturheilkundlichen Bereich zu haben. Jetzt sind Naturheilkundler von vornherein eher ganzheitlich unterwegs. Sie haben vorhin gesagt, wir müssen halt die ganze Frau behandeln und nicht nur uns um die Brust oder das Thema Krebs kümmern. Wie sind so Ihre Erfahrungen? Was melden Ihnen die betroffenen Frauen? Was melden Ihnen die Familien vielleicht auch zurück? Ich glaube, dass es eine ganz große Bereicherung ist, dass wir das anbieten können, unterstützend zur Chemotherapie, auch zur antihormonellen Therapie, dass diese Angebote wirklich mit nach Hause genommen werden und auch in den Alltag integriert werden können. Und Nadja macht es von alleine. Ja. Genau, aber manche müssen an die Hand genommen werden und sind sehr, sehr dankbar.